Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf meiner Ranch und bevor ich das Olivenöl verkaufe, bringe ich es nochmal zurück nach Hause. Ich habe nämlich in der gestrigen Folge beim Schneiden gesehen, während ich da rumrangiert bin, bin ich irgendwie über den Trigger gekommen zum Abladen, über den Abladetrigger. War hier schon mal am Fuß gewesen. Und da hat er mir ein paar Kisten geklaut. Also werde ich nochmal zurück und die letzten Kisten einsammeln. Doch, hier waren wir schon mal. Ja. Hier unten stand mein Wasserkanister. Ja klar, jetzt falle ich auch noch hier ins Wasser rein. Ah, ist egal. So. Ein paar fehlen mir ja noch. Oder wie Fleck da hinten. Ich wette, ich renne jetzt hier die ganze Strecke lang, nur um nachher wieder eine bunte Blume zu sehen. So. Hast du ein paar Holzspielzeuge gesehen? Das war einer von meinen Fahrern. Aha, hier geht also spazieren. Nee, ist bloß eine Bank. Okay. Thema erledigt. So. Wo ist mein Truck? Da. Ist der falsche Truck. Apropos falscher Truck. Was muss überhaupt noch gemacht werden? 2 von 3. 3 von 6. Alles andere ist top. Gut. Dann. Komm, Anhänger, benimm dich. Hör auf, rumzurappeln. So, jetzt müssen wir nämlich gucken. Hier muss nämlich noch Olivenöl drin sein. Hopp. So, warte. Steuerung 1, E. Erdbeeren, Olivenöl, da ist es doch. So. Hat der sich jetzt in der Zwischenzeit vorne wieder Öl rangeholt? Ah nee, das war ja in dem Lager hier. Nö. Gut, dann fährst du jetzt bitte wieder. Was war das jetzt da oben? Farmers Market, wa? Warte. Wo ist Olivenöl? Hier. Johnson's Farmers Market. Alles klar. Tschüss. So. Dann steht eigentlich nichts mehr auf unserem Zettel, außer Tiere versorgen und den nächsten Monat springen. Ihr müsst noch durchhalten. Aber dir kann ich noch eine Ladung verpassen. So. Nochmal die volle Dröhnung hier abholen und dann hat sich die Sache. Hopp. Langsam. Wir wissen ja, der Trailer schiebt. So. Gut. Ach. Schweine verkaufen. Warte mal, da müsste doch irgendwo ein... Wisst ihr was? Dich können wir nochmal starten. Du kannst auch ein bisschen Gülle verkaufen.
Hier muss doch irgendwo ein Truck am Schweinestall rumstehen. Da. Genau. So. Wechseln. Hof. Klingt gut. Er ist unterwegs. So. Dich brauche ich nicht. Ach, apropos nicht brauchen. Da fällt mir ein, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe sämtliches Zeug, was hier parkt, umgeparkt. Das heißt, ich kann jetzt von der Seite hier ranfahren und das Zeug abstellen. So, muss ich mich auch erst dran gewöhnen. Da drüben. So. Genau. Ach, guck mal, wie schön er zieht. Ja, da kann man ganz schnell den Unimog vergessen. Weil der hier hat wirklich Leistung. Auf dem Feld vielleicht nicht genug, aber als Hofhund ist der wunderbar. Gut. Bing! Au! Der macht schon das Geld. Ach Mist. 200.000 hat der! Das Olivenöl. Holla die Waldfee. Das war sicher nicht alles. Ich werde da gleich mal hingehen und ein Stück vorfahren. Das Olivenöl lohnt sich ja richtig. So. Und jetzt ganz schnell. Genau. Den Rest einsammeln. So, nochmal 20.000. Ja, super. So. Jetzt sind wir bei 2,76 Millionen. So. Dann war es das eigentlich. Ich gucke jetzt nochmal die Fabriken durch. Ja, Erdbeeren können wir noch eine Packung rüberbringen. Brot. Machen wir jetzt gar nicht mehr so viel. Ihr seid alle versorgt und glücklich. So, alle glücklich. Genau, dir ist jetzt das Mehl ausgegangen. Da kann ich leider nichts gegen tun. Und ihr seid alle glücklich. Mischration. Ah, guck mal hier. Gras. Weizen haben wir kein. Und Silage, ja. Auch wobei, wenn ich Gras und Silage reinschmeißen muss, dann könnte ich das auch machen. Wo ist mein LKW? Was machst du genau, Gülle? Ach, da ist er ja. So.
Der steht auf Rundballen. So, 125er Rundball. Mal sehen, ob er jetzt die Silage gegriffen kriegt. Ich stehe ja eigentlich hier nur bei der Silage. Pure Silage. Klingt gut. Warte mal, wenn ich jetzt schon reine Silage drauf habe. Ja, wobei die haben alle nur 60.000. So. Stopp. L. Zack, weg sind sie. So. Dann ist nämlich... Wo sind sie? Hier. Was sind die jetzt ausgegangen? Ach, weil... Stroh ist die ausgegangen? Oh. Okay, dann hat sich das hier, das Thema hier erledigt. Und ich werde mal meinen Trecker nehmen und Stroh nachfüllen. Und da brauche ich nicht gucken, da haben wir genug. Dann werde ich es einfach mit dem hier machen. Stroh und Gras. Kein großes Drum erzählen. So. Mischration. Da war's. Stroh. So. Er kommt auf seine Parkposition. So. Und ist aufgeladen? Ja. Wunderbar. Bremsen. Und... Alles klar. Da hat das Stroh. Gut. Und dann schmeiße ich noch schnell Gras hinterher. Und dann würde ich sagen, sind wir reif. Da geht's in Juli. Hopp. Nicht so rumhampeln. Zeit haben wir. Ach, Zeit haben wir noch. So. Krass. So. Und du wirst in der Zeit... Da ist eine Bauchpalette drauf. Okay. Dann ist der jetzt buggy, bis der Spielstand neu geladen wird. So. Wo
Rundballen. Nein, nicht Rundballen. Du willst hier drauf haben Europaletten, 32 Stück. Erdbeeren. Genau. So, du möchtest bitte Erdbeeren. Funktioniert. Genau, zu dem will ich hin. So, das war's. Der Juni ist durch. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Das heißt, ja. Blöde Idee, hier ein Zelt aufzustellen, wa? Gut, dann werden wir nämlich in gleich nach der hier gucken. Das ist Silage, okay. 50%. Silage. Silage. Gras. Okay. Ich würde sagen, gute Nacht. Und guten Morgen. 98% ist immer noch Gras. Okay. Dann schauen wir mal, was uns erwartet. Juli, Bäckerei. Zucker, toll. Mehr nicht? Stimmt. Und mein Zettel sagt auch nichts weiter. Wobei der Zucker bei mir im August steht. Ja, gut. So, wie viel Zucker haben wir denn eigentlich? Müsste doch eigentlich, warum lagerst du den eigentlich nicht ein? 34.000 Zucker. Wollen wir die verkaufen? Warte mal, 70.000 Zucker ist es nicht. Haben wir hier eigentlich noch Zucker drin? Da, null. Und wo brauchen wir den Zucker? Hier. 34.000 voll. Bin aber überlegen, ob ich ein bisschen was verkaufe. Der fährt weiter. Gülle. Tiere. Glücklich. Glücklich. Aha. 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 So. Gut. Und Gras. Okay. Wenn wir als erstes die Tiere versorgen. Das bedeutet, ich klicke wieder mal wild rum, weil ich nicht das richtige Fahrzeug erwische. So. Ach so, ich muss jetzt einmal wegfahren. Einmal wieder hinfahren.
Und dann kann ich Mischration aufladen. Okay. So. Der Juliblick. Glücklich, glücklich, glücklich. Silage und Mist braucht ihr. Okay. Wasser haben wir noch 500.000. Mischration. Ja, gut. 200 Stroh. Du hast das ganze Stroh, die ganzen 70.000 aufgebraucht? Okay. Glücklich, 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 glücklich. So. Kalk. Haben wir gesagt, brauchen wir nichts. Du wartest auf Mehl. Zack. Genau. Milch, Milch, Milch. Wasser, 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 Wasser. Hier sind auch alle glücklich, bei dir haben wir nichts. Du hast. Und die sind immer noch ausgelastet. Und du hast immer noch 70.000 Zuckerrüben, bist aber voll mit Zucker. Gut. Also unserer Ranch geht es gut. Und eventuell verkaufe ich wirklich eine Ladung Zucker. Und schmeiße dann die Zuckerrüben wieder an. So. Apropos. Ich habe gar nicht auf meine Felder geguckt. Was sagte mein schlauer Zettel im Juli? Feld C, Feld D, Feld E. Dreimal ernten. So, hier. A, B, C. Nee. C, D und E. Zweimal Getreide, einmal Wachs. Hä? Wachs? Raps? Genau. Das heißt, Großeinsatz. Ich bringe mal schnell das Futter zu den Tieren. Danach das Stroh. Nee. Erst das Futter zu den Tieren. Dann mache ich die Mähdrescher klar. Und dann bringe ich das Stroh rüber. Denn wir haben reichlich zu tun. Vor allem kriegen wir jetzt wieder Getreide. Das heißt, wir können dann wieder unsere Mühlen und die Bäckerei anschmeißen. Das ist das Wichtigste. So, bitteschön. So, du hättest gerne Feld D. Kurs laden. Mähen 7 Meter, nein. Drescher 12 Meter, da ist er. Danke. Feld D. Ja. Erster Wegpunkt. Tralala. So, ich hätte gerne einen. Warum nehme ich nicht dich? Drescher abladen. Feld D. So,
Thema durch. Du brauchst ja nur den haben. Gut. Was kommt denn da jetzt rauf? Gras bis zum März und dann Kartoffeln. Ah nee, Feld D ist auch gar nichts geplant. Ups, ich bin mit meiner Planung durch. Da muss ich mal den schlauen Zettel rausholen. Hier. Juli. Was können wir denn im Juli machen? Wir können im August Raps raufschmeißen. Aber ansonsten nichts weitermachen. Okay. Raps ernten wir einmal. Und wir haben zwei Getreidefelder. Und da unten kommen nochmal Sorghumfelder. Wir brauchen Weizen. Okay. Dann werde ich im Juli Weizen bis September. Lohnt sich kein Gras. Das heißt, ich werde Feld D ab September Weizen raufsetzen. Schreibe ich gleich mal auf. Weizen. Und der geht dann wieder von September bis Juli, wa? Juli. Da. Okay. Und Feld E, da ernten wir gerade Raps. Da würde ich im August wieder Raps rauf machen. Und zwar geht der Raps dann wieder von August bis Juli. Genau. Und jetzt im nächsten August ernten wir einmal, zweimal Sorghum. Okay. Thema erledigt. So. Du fährst jetzt nach Feld E. C, D, E. C, D, E. Genau, da fährst du hier hin. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge eine Großernte einfahren. Aber ich denke mal, für heute ist die Zeit um. Das heißt, ich sage jetzt einfach von hier aus, danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut, genießt den Tag. Und vor allem, see you later.